Am Samstag gab es einen Großalarm für die Abteilungen Zitzeshausen, Stadtmitte, Neckarhausen, Hart, Reitwangen und Reutern der Jugendfeuerwehr Nürtingen. Mit der Meldung Maschinenbrand in der Halle und vermissten Personen gab die Leitstelle die Anfahrt mit Sonderrechten frei. Innerhalb kürzester Zeit fuhren die Einsatzfahrzeuge mit Sondersignal zur Firma Cadia, von wo der Brand gemeldet war. Dabei hatten die einzelnen Abteilungen verschiedene Aufgaben. Die Zitzeshausener Wehr musste zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ins Gebäude vordringen und erhielt von der Abteilung Stadtmitte tatkräftige Unterstützung. Die Feuerbekämpfer aus Neckarhausen und Hart verlegten Rohre zur Riegelstellung und suchten den Hof über die Rückseite nach Verletzten ab. Die Versorgung übernahmen sie auch gleich. Ebenso unterstützte die Jugendfeuerwehr aus Reitwangen bei der Versorgung der Verletzten. Die Reutener Wehr schickte einen Trupp über die Siemensstraße ins Gebäude. Umgehend begannen die jungen Feuerwehrleute mit der Rettung und Erstversorgung der vermissten Personen. An der Übung nahmen knapp 70 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Nürtingen teil. Viele Besucher säumten die Straße und schauten sich die Übung an.